Der Weiße Aal. Ungefähr 3 Kilometer südlich vom Rathaus von Chiang San sieht man die Anlage einer uralten Stadt. Das war eine Stadt, deren Bedeutung in der Geschichte des Landes der Millionenfelder nicht gering ist, denn in dieser Stadt gab es zuerst eine Art von Volksversammlung. Die Stadt trug den Namen Vien Prisca, die Ratsstadt. Bevor in der Stadt irgendetwas beschlossen wurde, trat jedes Mal die Ratsversammlung zusammen. Heute nennt man die Stadt Klein Chiang San. In der Chronik des Nordlandes Yonok wird über die Gründung dieser Stadt berichtet. Im Jahre des Buddha 1088 beherrschte König Maha Chaishana, der große Sieger, die Nordstadt Chiang San schon ein Jahr. Eines Tages gingen die Bewohner der Stadt im Fluss Kok fischen und fingen einen weißen Aal, dick wie ein Palmbaum und ungefähr 7 Klafter lang. Den schlugen sie miteinander tot und brachten ihn als Gabe dem König Maha Chaishana. Der König schnitt des Aals Fleisch in Scheiben und verteilte es, und alle in der Stadt aßen davon und wurden satt. Als die Dunkelheit des Abends sich über die Stadt hinbreitete, gab es zur Stunde der ersten Nachtwache einen Erdstoß. Dann war es still. In der Mitternachtsstunde erhob sich ein Grollen und Beben, und bevor die Mitternachtswache vergangen war, kam das Erdbeben zum 3. Male zurück. Da versank die Nordstadt in der Erde, und wo sie zuvor gestanden, breitete sich der Wassersumpf aus. Alle mussten sterben, der König und seine Sippe, die Hofbeamten und das Gefolge, bis hinab zu den Bürgern in der Stadt. Sie starben alle, außer einer Witwe, die ihr Haus am äußersten Rande der Stadt errichtet hatte. Am nächsten Morgen kamen die Bauern und Grundbesitzer, die außerhalb der Stadt wohnten, und sie sahen, dass die Stadt versunken war. Sie fragten jene Witwe und erfuhren von ihr: In der Abenddämmerung ist ein Jüngling gekommen von irgendwoher. Ich habe den Namen des Ortes vergessen. Er bat mich um ein Obach in meinem Haus. Der Jüngling klagte über den bösen Geruch in der Stadt und sagte, es rieche nicht anders, als hätten die Bürger alle miteinander Aal gegessen. Was sonst haben die Bürger gegessen? Fragte er mich, dass er so erbärmlich riecht in der Stadt. Ich antwortete, dass sie einen weißen Aal untereinander aufgeteilt hätten. Da fragte mich der Jüngling, Muhme, du aber hast nicht mit ihnen gespeist, nicht wahr? Ich entgegnete, dass ich eine einfältige Frau sei, eine Witwe ohne Kinder und Enkel. Niemanden habe ich, der mir zu essen bringen würde. Jener Jüngling erwiderte nun, wenn du nicht mit ihnen gegessen hast, so ist es gut. Sprich zu niemandem davon. Ich werde in der Zeit der ersten Wache ausgehen. Wenn irgendetwas geschieht und du siehst mich nicht wieder hereinkommen, so geh nicht aus deinem Haus. Als er der Witwe diesen Rat gegeben hatte, verließ der Jüngling ihr Haus und verschwand. Nur einen Augenblick später vernahm sie den ersten Erdstoß. Als er sich 3-mal wiederholt hatte, schaute sie zur Stadt hinüber und sah nur noch Wasser und Sumpf überall. Die Grundbesitzer und die Bauern hörten die Witwe zu und nahmen sie mit, um ihr in ihrem Dorf das Gnadenbrot zu geben. Sie wählten einen aus ihrer Mitte namens Kun Klang, Herr des Schatzes. Ihn erhoben sie zu ihrem Führer. Dann erbauten sie eine neue Stadt im Westen am Ufer des Flusses Kong. Dieser Stadt gaben sie den Namen Ratsstadt, Vien Prisca. 93 Jahre danach fiel diese Stadt dem König Anuruddha zu.